raus aus der Scheiße. Loser Consulting mit Dietmar Wischmeier. So, Genossen, das wird eine verdammte Challenge, euren Klappstuhlverein wieder in irgendwas Wählbares zu verwandeln. Kann doch alles nicht wahr sein. Die letzte Positivmeldung aus der SPD war eine Schröder-Home-Story in der Bunten. Übrigens, in diesem Bild hat Photoshop einen Ex-Kanzler versteckt. Kleiner Tipp, es ist die Brünette links. Frage, wieso schafft es Gerd Schröder noch Lebensfreude auszustrahlen mit seinen über 90 Jahren, aber ihr als Partei nicht? Ihr könnt doch nicht jedes Jahr einen neuen Vorsitzenden verbraten. Allein unter Merkel hat die SPD jetzt schon 7 von denen durchgenudelt. Wo sind die denn alle? Habt ihr die im Garten hinterm Willy-Brandt-Haus verbuddelt? Und vor allem, wie kann man denn Sigmar Gabriel rauskegeln? Diesen grundsympathischen Mann, den Charming Bear der SPD. Warum kümmern Sie sich nicht darum, dass Sie das alles von alleine wissen? Nichts von dem, was Sie sagen, ist richtig, Frau Schausnitz. Doch, wenn Sie Ihre Partei stimmt nicht, was Sie sagen. Nee, weil es ja auch Blödsinn ist. Wo ist die mit 25,7%? Da kann ich dir sagen, wenn du das wissen willst. Ich versuch's noch mal ganz langsam. Ja, natürlich ist der Gabriel ein nicht beschulbarer Bollerkopf. Deswegen ist er ja Außenminister. Wen wollt ihr denn sonst zu Putin schicken? Den Schäfer Gümbel? So ein schnippelt sich der Erdogan morgens in den Döner. Nein, nein, ihr braucht mehr hiervon. Abteilung Attacke. Angela Merkel gekreuzt mit einem Pitbull und als Welpe in der Eifel ausgesetzt. Die Nahles müsste jetzt durchprügeln als Vorsitzende. Und bloß nicht die Basis fragen. Einmal durften die Mitglieder den SPD-Vorsitz bestimmen. Und da kam das hier raus. Die radelnde Teppichfliese. Mein Tipp. Fangt endlich an, euch wieder selber zu mögen. Keiner will das hören, euer ewiges Genörgel. Niemand von uns kauft seine Brötchen beim Bäcker, wenn da die Gesellen stehen und sagen, huhu, ob da der richtige Teig drin ist, das wissen wir auch nicht. Und was mit unserem Chef los ist, wissen wir auch nicht. Diese Brötchen kaufst du nicht. Und du lässt dir von so einer Firma schon gar nicht ein Haus bauen. Warum soll ich mir von meinem Bäcker ein Haus bauen lassen? Egal. Am besten löst ihr euch auf und kommt unter neuem Namen zurück. So wie der Macron mit En Marche oder auf Deutsch Marschier ein. Sowas lieben die Deutschen, zumindest die im Osten. Tschüss, beziehungsweise Badgy. Raus aus der Scheiße. Loser Consulting mit Dietmar Wischmeier. Dietmar Wischmeier!